Leute, der Argon 8 hatte einen integrierten Sequencer, der im Step-Mode bis zu 64 und im Realtime-Mode bis zu 512 Schritte aufnehmen kann. Lass uns mal eine Sequenz im Step-Mode erstellen. Dazu gehe ich in den Sequencer-Mode, ne, drücke Shift und Patch, drücke Init, dann habe ich quasi eine leere Sequenz und wähle jetzt mit dem linken Encoder den Step-Mode aus. Und schon sind wir in dem Step-Sequencer-Mode und können loslegen mit Aufnehmen. Ich drücke auf Record und kann jetzt die ganzen Steps eingeben. Jetzt auch die Controller-Daten mit aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich jetzt auf Record wieder drücke, dann kann ich die ganzen Regler-Einstellungen mit aufnehmen. Und das erzeugt wirklich coole Effekte. Sind auch die einzelnen Play-Modes des Sequencers. Da kommen wir hin, indem wir Shift und Patch drücken. Ja, dann sind wir wieder im Sequencer-Modus. Scrollen hier auf Sequence. Einmal auf den Page-Parameter-Knopf drücken. Und dann suchen wir den Parameter Step-Mode. Und da gibt es einmal den Modus Clock. Das ist der normale Modus, da spielt die Sequenz ganz gewohnt durch, wenn ich auf Play drücke. Dann gibt es den Gate-Modus, der ist sehr interessant. Da springt quasi die Sequenz bei jedem einzelnen Tastenanschlag einen Schritt weiter. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch den Gate-Transpose-Modus. Dabei hängt die Tonhöhe der Sequenz ab von der Note, die ich gerade spiele. Leute, das war's von mir für heute. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt sie unten in den Kommentarbereich und wir sehen uns im nächsten Video.